So, Freunde, da bin ich wieder, euer Chani mit LS19 und der Agrarhalbinsel. Wie ihr seht, habe ich jetzt hier mal ein bisschen weiter gespielt. Ich habe mir Feld 10, Feld 10 und Feld 6 gekauft und die BGA auch und ja, lange, also viel offscreen gespielt und deswegen mir mal ein paar Sachen gegönnt. Ich habe mir jetzt einen Mod runtergeladen. Da gibt es für den für die Kartoffelmaschine gibt es ein Schneidwerk für Zucker. Zuckerrohr. So. Ich wollte einfach mal Zuckerrohr ausprobieren und ich weiß, dass man damit auch Silage machen kann. So. Das wollte ich jetzt probieren und da dieser, nein, das ist ja nicht ein Roper, sondern ich kann den mal kurz zeigen hier. Unter Rübentechnik, den Holmer, genau. Den Holmer, eigentlich sehr für Kartoffeln, beziehungsweise für Rüben, für Zuckerrüben. Aber es gibt für den ein Schneidwerk. Für, wo habe ich das denn? Für Zuckerrohrtechnik. Hier nämlich. Und das habe ich jetzt davor geschnallt und jetzt will ich mal probieren, ob das auch so funktioniert. Ja, und dann geht's auch schon los. Also wie man sieht, schneidet er es, aber es kommt nichts. Oder er macht einen Teppich davon und dann muss man das aufsammeln oder wie? Keine Ahnung. Ja. Wie sammle ich das denn auf? Muss man das dann schwarten und dann aufsammeln? Das kann natürlich auch sein. Ja, das sieht gar nicht so aus, dass er es aufladen würde. Ich dachte, er würde das in den gucken wir mal, vielleicht können wir hier noch Wendefahrt. Wende nach links. Wende nach rechts. Ab Allradlenkung. Ja, das hatten wir ja vorher auch gehabt. Wendefahrt. Ja, jetzt hat er das nur runtergeschnitten, aber das ist ja nicht das was wir wollten. Also dann muss ich jetzt, dann muss ich den jetzt verkaufen. Der steht da jetzt schon ein bisschen, deswegen ist er auch nichts mehr wert. Und das Schneidwerk kann ich auch verkaufen. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt den Zuckerrohrtechniks Multikulti-Dingsbums hier kaufen. Und dann geht es wieder nur so wie vorher auch. Ne? Dass man mit dem Ladewagen nebenher fährt. Das wollte ich nämlich eigentlich nicht. Zugmaul hinten. Es müsste eigentlich einen Anhänger geben, den man damit hinterherziehen kann. So. Kann man das denn weglegen? Nein. Gut, dann ja. Dann können wir hier nochmal meine ganzen Fahrzeuge begutachten. Ja, das ist der dann hier updatet, ne? Jetzt schöner Oliver. Besser. So, dann müssen wir den jetzt zum Feld bringen. Der ist ein Feld mit 20, ist natürlich ein ewig langer Weg. Deswegen machen wir hier eine Abkürzung. Wobei das nicht wirklich eine Abkürzung ist hier, aber
Was soll ich sagen? Also ich habe es nicht getestet vorher, ich wollte es mit euch testen. Und, ja, es hat jetzt leider nicht geklappt. Aufpassen, Jan hier. Deswegen werde ich diesen Teil jetzt hier abkürzen. Das Fahren kurz. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Natürlich jetzt ein kleines Abenteuer mit der Bahn und so. Jetzt müssen wir nur noch einen Ladewagen holen und dann kann es auch schon losgehen. Mit dem Heumer hätte es natürlich so geklappt, dass ich dann immer hätte zur BGA fahren können und während ich dann so habe ich es mir jedenfalls vorgestellt, während ich dort abfahre, ist der neue bekannt. Während ich da abfahre, hätte der natürlich schön den so, warum belädt er den jetzt nicht? Ist nicht nah genug oder was? Einsteigen, das soll ja Helfer lassen. So. Ausklappen. Jetzt. Die. Ah. Jetzt noch
der einen Seite. Keine Ahnung, ne? Das ist doch Schwachsinn, der braucht doch nur den Stempel da zu drehen, oder? Erstmal Help einstellen jetzt. Dann kann er, dann muss er halt durch die Frucht fahren. Ne? Das ist ein bisschen schade, dass er da oben den Stöpsel nicht drehen kann, aber auch das scheint nicht zu funktionieren. Weil der Chrono wahrscheinlich kein Zuckerrohr da hat. Ist das so, dass der Krone kein Hänger? Doch, der kann. Aber das ist ja dann Überladewagen. Ja, dann werden wir jetzt den kaufen. Das ist ja nur ein. Ja, weiß ich nicht, ich finde die schöner, oder? Machen wir mal die. Ja, dann werde ich jetzt nochmal mit Zeitraffer fahren, weil das ja hier ein Aufsammelwagen ist, also ein Ladewagen. Das andere ist ja nur ein Anhänger. Dann sehen wir uns wieder gleich. Thank you.
So, da bin ich wieder. Jetzt haben wir den zweiten Krone. Mal gucken. Das müsste ja. Genau, jetzt macht das. Aber irgendwie, der doch. Weiter wegfahren, dann geht das auch. So, den jetzt auf. Genau, weiß nicht, wie schnell er fährt. 10 einstellen, okay. Ja, das ist ja eigentlich das, was ich nicht wollte. Ich wollte ja eigentlich ein autarkes System haben. Wenn jetzt zum Beispiel, er hat ja hinten dieses Anhängemaul quasi für einen Anhänger. Ich habe aber noch keinen Anhänger gefunden, der da ranpasst. Ein bisschen schade, aber das ist eben so. So, jetzt muss ich halt die ganze Zeit nebenher fahren. Das, nervt ein bisschen, aber so ist es nun mal. Das hat fast 2 Tage gedauert, die Felder zu bestellen. Was ist jetzt los? Ich weiß ja nicht, was er jetzt vorhatte hier. Ich hoffe ja jetzt. Er sieht ja ähnlich aus wie ein Skorpion, finde ich. Ich bin ja auch Skorpion. Natürlich nicht normalerweise. Och Mensch. Das mit dem normalen Häckslern besser. Vielleicht gibt es ja auch einen Häcksler, der, also jetzt ein europäischer Häcksler oder generell ein Häcksler, der das auch kann. Ich bin schon fast der Meinung, dass Mais ergiebiger ist. Bei Zuckerrohr ist es ja so, das wächst, es kann bis zu 3-mal nachwachsen. Ich weiß nicht, ob man zwischendurch auch mal kalken muss oder sowas. Das muss man halt mal hier auf der Karte dann auch gucken. Also jetzt ist es noch nicht so. Wenn man Tempomat anmacht, kann man ja auf die Karte wechseln. Man kann halt nur nicht die Fahrzeuge wechseln jetzt. Ich weiß nicht, ob man hier einen Helfer einstellen kann. Das wäre natürlich auch eine geile Idee, ne? Dass die beiden dann irgendwie zusammen agieren. Im Cosplay könnte man das machen. Aber so eben nicht. Warum? Bin ich jetzt zu nah oder was soll das heißen hier? Ich weiß es nicht, was er von mir will hier gerade. So, jetzt kannst du mal drehen. Ach, das ist auch noch ein Weißkopfsee an. Weiß nicht, ob wir dann die BGR voll kriegen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich hatte es eigentlich gedacht bei den großen Feldern jetzt, aber dass er hier auch so komisch rumfährt um die Kurve, dass er nicht ganz einlenkt, das ist doof, ja. Das ist eben so. Muss man damit klarkommen.
Pausen hin und her lenken. Also, nächstes Mal mache ich wieder Mais. Ist auch ergiebiger, da bist du schon nach zwei Bahnen voll hier mit so einem Eimer. Obwohl ich gedüngt habe, also. Ja. Gut. Das werden wir jetzt in diesem Video nicht mehr schaffen, dass der Hänger voll wird. Ich werde gleich im Anschluss ein zweites Video drehen, also einen zweiten Teil quasi, in dem ihr dann sehen könnt, dass die BGA gefüllt wird mit Zuckerrohr. Ja, dann fahre ich jetzt hier noch ein paar Minütchen weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen da. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, tschüss, euer Chani.